Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hearthstone Hero of Warcraft und heute zum Revanche-Kampf gegen Eismann. Hallo! Jawohl, jawohl, hallo Stefan. Ja, ich begrüße auch meine Zuschauer recht herzlich zu der Revanche. Genau. Ich hoffe, die glückt mir heute oder diese Runde. Letztes Mal war er nicht so ganz so prickelnd. Ja, ich mach's einfach für dich. Ich hab mich schon entschieden. Ich auch. Ich krieg total auf die Fresse gleich, aber man kann ja hoffen. Oder ich. Ja, Mann. Ach nee. Ja, das Problem ist, es kommt extrem auf meinen Anfangsblatt an, was ich zum Beispiel jetzt gerade komplett wegschmeißen kann. Ich schmeiße auch zwei weg. Du wisst es vielleicht nicht, aber ich hasse Paladin. Das ist mein absoluter Horrorgegner. Ich finde gar nicht so übel. Muss das sein? Ja. Vielleicht bringt es ein bisschen was. Schauen wir mal. Vielleicht wieder so viel gehemmt wie Zauberkörper drin. Ich habe immer das Problem, wenn Paladin genauso wie mag, wenn auch. Was ihr wollt! Ja, ich weiß was echt nicht, was ich machen soll. Mir fällt bestimmt was ein, so wie ich dich kenne. Jo, etwas fällt mir schon ein. Und der Geheimnis natürlich, das war so klar. Ja, jetzt muss ich machen. Okay, mit dem kann ich jetzt leben. Jetzt ist die Frage, mache ich jetzt das oder mache ich es nicht? Ich mach's. Zeit für Rache. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Bist eine Karte, aber nur eine. Weißt du was? Die Karte hat gereicht. Oh, das gibt's gar nicht. Seht ihr das? Das ist unglaublich. Ja, das ist schon. Das sind alle Karte, alle Diener. Mach ich so. Muss das sein? Oh, nee, genau den. Warum genau den? Melde mich zum Dienst. Okay. Okay, dann ist schlecht dazu. Das ist auch kein schlechter. Naja, das war nicht so ganz ideal, aber. Einfach. Ach nee. Ja, ihr seht, ich bin schon wieder fast tot. Ja, vor allem ich habe eine so gute Karte in der Hand. Da musst du wirklich was Tolles auf die Beine stellen. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Ja klar, das ist nicht mehr voll geprüft, das war so logisch. Ja, meine Zuschauer sehen das, dass ich die Karte, die ich hier habe,
keine Chance mehr. Bin zwar noch verspielt, aber das haut schon gleich weg, das macht keinen Sinn. Ist es, was die im nächsten Zug tut. Und ich habe noch, ich hatte noch vor, den zu pushen, aber das habe ich nicht gemacht. So, die Karte werde ich jetzt gleich spielen. Und mal schauen, was passiert. Okay. Bin tot. Okay, kam nicht so raus, wie ich wollte. Melde mich zum Dienst. Da hast du natürlich ein bisschen noch Zeit gewonnen. Weil ich jetzt nicht so auf dem Feld habe. Problem ist hier aber nichts, um mich zu verteidigen. Ich habe keine Spot und nichts. Ja. Und das so. Ist mein Untergang. Für den König! Für Ehre! Das war's. Die Tore sind geöffnet. Oh, jetzt muss seine Karte kommen. Ach, dann frage ich, was mache ich jetzt? Beide sind leer, die bringen ihn weg. Ja. Und das zeigt jetzt auch, dass es ist. Tja, hat gereicht. Ja. Ich hatte die ganze Zeit noch drei andere Karten in der Hand, aber hat gedacht, du hast schon die C, warum nicht einsetzen? Ich konnte einfach nichts machen, aber ich möchte jetzt aber gleich nochmal Revanche. Ja, okay, machen wir gleich einen Vorwurf. Jetzt nehmen wir mal Paladin. Okay, hängen wir es hinter dran, oder? Ja, genau. Okay. Gibt es noch eine Doppelfolge, war eine kurze Folge. Dann nehme ich meinen Priester nochmal. Kann ja nicht sein, zweimal verlieren in Folge. Gegen Anduin! Das Licht wird den Sieg bringen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Deck jetzt zusammengestellt habe oder ob ich eine Vorlage genommen habe. Seht ihr das, was ich auf der Hand habe? Seht ihr das? Oh je, was mache ich da? Ja, super. Ich glaube, du hast sehr gute Chancen diesmal. Die möchte ich schon behalten. Aber auch nicht schlechter. Ich riskiere es, ich gehe auf Risiko. Ja, hast gute Chancen, weil ich auch nichts habe. Ach, die Worte höre ich wohl allein, mir fehlt der Glaube. Doch, meine Zuschauer sehen, dass ich hier... Okay, dann lass uns sehen, was du nicht. Oh nee, jetzt klaut er mir die noch. Ich kann nichts machen. Ich auch nicht. Melde mich zum Dienst. Ja. Ich warte mal heute. War wegen dieser, ja. Ihr könnt nicht vorbei. In den Kopf! Aha, okay. Das kann ich also quasi auf dich auch. Ja, und kann ich auch machen. Eigene. Das wäre natürlich geil, wenn du es auf eine Windsturmkarte setzt. Na klar. Oh, nicht schlecht. Ja.
Okay. Nochmal so eine. Melde mich zum Dienst. Hast du mich entschieden, zu viel Karte aufzuhören? Du hast ja mehr als ich. Pandaria, will ja keine Rolle. Für die Gerechtigkeit. In den Kampf. Ja, komm, das ist eh nachher weg. Am besten nochmal Schaden zugefügt. Ist jemand verletzt? Oh. Jetzt schauen wir mal, ob das nicht so viel macht. Oh, das ist eine böse Kombi. Ach komm, ich mach's. Zuerst mal das. Ach nee. Das ist so mend, echt. Legt euch nicht mit Zahn aus. Seht ihr das, was der macht hat? Das geht damit. Naja. Ich wollte was anderes, aber es hat sich jetzt anders ergeben. Konnte sich eine Karte aufsparen. Ja. Weg ist weg. Was soll ich machen? Oje, oje. Ich hab mich schon leicht den Vorteil gewählt, aber ihr seht's, kann sich immer wieder täuschen. Man muss sich sogar falsch umstellen. Nur noch ein Trumpf in der Hinterhand. Andere Karte ausspielen müssen. Aber nee, hätte nichts gebracht. Ich schick's Ironie. Für den König! Ja, aber der hat wenigstens das 2 Angriffe, keine 5. Für Ehre! Melde mich zum Dienst! Wäre spannend, was bei dir kommt. Auf was wartest du? In eine legendäre Karte. Hinter mir in Deckung. Ja, wenn ich wüsste, auf was ich warten kann, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen ratlos. Ich bin die Klinge der Götter. Melde mich zum Dienst. In den Kampf. Ja, der ist sogar mal geklaut, ja. Ach, schön. Benötigt ihr einen Segen? Weißt du, dass du die andere auf der Hand hast? Ach, nee. Das ist furchtbar Geheimnis. Ja klar, haben alle Diener weg, logisch. Unglaublich. So. Für den Kreuzzug! Der hat schon nein, eins. Schilde hoch! Immer dann, wenn es die falsche Karte kommt. Okay,
Okay, jetzt machen wir das mal ganz anders. Jetzt machen wir zuerst das hier. In den Kampf! Ne, warte mal. Die Karte geht eh weg. Mach keinen falschen Fehler jetzt. Ich räume kurz auf. In den die, Kampf! So. Und dann machen wir das hier. So, und dann das hier. So. Mein Zug ist beendet. Ich kann machen, was ich will, du haust mir eine auf. Brauchen wir sogar was zu mir raus. Ach, der Affe. Das war's. Hab ich aber was Schönes für dich. Wenigstens hast du mir eine Karte noch gelassen. Jetzt sind wir dafür geheimnis, als das Geheimnis ist. Das soll eine Waffe sein? Dieser Diener wird in der nächsten Runde bereit sein. Melde mich zum Dienst. Macht jetzt aber auch keinen Sinn, der kann ja gar nicht reintreffen, den Zug. Ja, aber ich muss ja die Karte ausspielen. Okay. Ich muss ja ein bisschen überhand gehen. Klar, es müssen viele Karten von mir. Oder sterbt. Oder beides. Ja, ich glaube, jetzt habe ich die Karte in der Hand, die für dies reicht. Das heißt, ich bin tot. Hast du noch eins? Ist jemand verletzt? Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130! Der dreht ihn auf dem Feld trotzdem tot wahrscheinlich. Ausgerechnet die haut er mal weg. Mhm. Ausgerechnet der Helfer haut schon weg. Melde mich zum Dienst. Für Nasjata. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Oh, jetzt sieht's mir nicht schlecht aus für dich. Wenn du das sagst, bin ich meistens tot. Oh, wobei, warte mal. Vielleicht hab ich Glück. Nein, der falsche. Der falsche. Tretet bei. Ich habe fast keine Karten mehr. Wie geht's den Karten aus? Scheiße. Ich ziehe nachher die letzte Karte. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Eigentlich müssen wir.
Aufgabe für Strösung. Ja, hast gerade gewonnen. Ich habe keine Karten mehr. Sehr schön. Ja, super. Jetzt muss ich kurz schauen. Vielleicht habe ich Glück. Ach ja, auf. Darf das nicht immer, Stefan? Nein. 16. Ach, du hast wirklich Glück. Du hast Glück gesagt. Na gut, einmal muss ich auch gewinnen. Ja, einmal darf ich auch gewinnen, richtig. Aber es war wirklich verdammt knapp. Ja. Lol, wahrscheinlich habe ich nur gerade, ob ich eine Kopie vom Deck meinem Gegner aufs Schlachtfeld lege. Ist wohl kein Deck mehr hat. Ja, stimmt. Das ja. Problem ist gewesen, hätte ich noch länger gespielt, hätte ich wahrscheinlich von meinen Karten Rest gekriegt. Wobei, den ersten Zug hätte ich ja auch weggemacht. Okay. So, ihr seht, endlich ist mir es gelungen, auch mal den Stefan zu besiegen, mal wieder. Nach langer Durststrecke. Ja. Ich bedanke mich beim Stefan fürs Spiel. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, beim Stefan reinzuschauen. Genau, und auch dort abonniert ihn. Lasst ihm einen Like, einen Kommentar da, auch den Merkern Kommentar. Und eine Bewertung. Ich freue mich drauf. Und gebe dem Stefan das letzte Wort. Jo, ich bedanke auch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es heißt Hearthstone. Tschüss. Tschüss.